Er weiß vielleicht mehr über Sie. Aber animieren Sie den armen Jungen bloß nicht. Er ist schon mehrmals fast draufgegangen. Ach nein, wir doch nicht. Das waren genug Infos über Sie. Ja, ich hab auch die Nase voll von den beiden. Ja, kann ich verstehen. Canterbury Commons. Ich weiß fast alles, denke ich mal. Ich habe den Ort gegründet und passt darauf auf, dass es uns hier weiterhin gut geht. Warum kommen die Händler alle hierher? Ja, das ist eine verdammt gute und interessante Frage. Ich denke, sie kommen, weil ich sie darum gebeten habe. Ich bin in den Handelskarawanen aufgewachsen und kenne die meisten schon mein Leben lang. Ich habe diesen Ort damals mit meiner Schwester Daisy gegründet. Perfekter Zwischenstopp auf dem Karawanenweg. Wie organisiert sind die Händler? Das sind einfach kleine Karawanen, die ihre Runden durch die Wüste drehen und ihre Waren zwischen Paradise Falls und River City verkaufen. Sie handeln mit niemandem, der ihren Freunden geschadet hat. Aber das ist auch schon alles, was sie an Organisation vorzuweisen haben. Haben Sie jemals daran gedacht, alle Händler zu vereinen? Ich habe darüber nachgedacht, aber einige dieser Ödlandhändler, naja, sie sind nicht gerade gut organisiert. Man bräuchte einen sehr gerissenen Geschäftsmann, um sie zur Zusammenarbeit zu bewegen. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal, ob ich das könnte. Meisterhändler, unter meiner Leitung hätten Sie bessere Gewinne und mehr Verhandlungsmacht. Wahrscheinlich haben Sie recht, ist wohl besser, wenn Sie unabhängig bleiben. Ja, kenne ich persönlich nicht, deswegen Meisterhändler. Oho, wenn es ums Handeln geht, kann wohl sogar ich noch einiges von Ihnen lernen. Nun, in diesem Fall kann ich als Ihr Karawanenrepräsentant fungieren. Sie hören auf mich und ich höre auf Sie. Sagen Sie mir, wie Sie bezüglich der Spezialisierungen vorgehen wollen und ich sage Ihnen, dass Sie sich darauf konzentrieren sollen. Notiz Handelsvertrag. Karawanenhandelsweg? Karawanenkaufleute? Okay, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber interessiert mich. Reden wir über Waffen? Ich denke mal... Gibt es hier sowas wie einen Gemischtwarenhändler? Ja, ich denke mal, wir können hier anfragen, was wir alles kaufen könnten. Sie sollten sich an Lucky Harith wenden, den Abenteurer, Kampfkünstler und Sammler der tödlichsten Waffen der Menschheit. Er ist ein wenig exzentrisch, aber er bietet mehr Waffen als alle anderen an. Dort finden Sie sicher alles, was Ihr Herz begehrt. Ich habe eine Idee. Wir kaufen uns eine Atombombe und jagen sie ins Todeskrallengebiet. Er sollte sein Inventar erweitern. Harris hat ziemlich viele Waffen, aber er könnte seinen Bestand sicher noch verbessern. Dafür wäre eine Investition von 200 Kronkorken erforderlich. Ja, Meisterhändler, wenn ich einen Rat geben darf, 100 Kronkorken sind genug. Das ist es nicht wert. Ich passe, ja. Na gut, die Finanztipps haben bisher immer gestimmt. Also, abgemacht. Ja, ich mach's nochmal. Wenn Harris kein so anständiger Mann wäre, könnte er sicher seine Waffen einsetzen, um noch mehr Waffen zu sammeln. Aber er ist Händler, kein Raider. Darum setzt er nur legale Mittel ein, wie beispielsweise eine Investition von 500 Kronkorken. Meisterhändler sagt, mit meiner Unterstützung kann das für nur 250 Kronkorken erledigt werden. Jetzt sehe ich schon, worauf das hinausläuft. Ich habe den Verdacht, dass Sie recht haben. Abgemacht. Okay, ich werde mal die Händler alle durchgehen und so 2 bis 3 Mal ihr Inventar erweitern lassen. Ich pausiere so lange. Okay, Planänderung, ich werde alle 2 Mal durchgehen, weil es geht nicht mehr. Auf jeden Fall, den Spruch, den er bringt, finde ich relativ gut. Ich fürchte, das macht einfach keinen Sinn. Harris' Angebot ist schon größer als das einiger Söldnerarmeen. Alles andere würde nur Ärger verursachen. Okay, ich mache eben die anderen Leute durch. Okay, die Karawanen führen jetzt ein maximales Angebot. Wir werden also demnächst auch öfters mal die Karawanen ansprechen, um mit ihnen zu handeln. Nein, will ich nicht. Wohin geht man hier? Will ich auch nicht, aber ich sag's mal. Normalerweise finden Sie eine der Handelskarawanen am Eingang der Stadt. Sie kommen alle 1 bis 2 Tage hier durch. Von Ihnen abgesehen gibt's Lebensmittel noch im Restaurant von Porter. Okay, das war schon alles, was ich von dir wissen wollte, Ro. Viel Glück mit diesen beiden Unruhestiftern. Ja, wir werden unser Bestes geben. Da ist auch eine Karawane, Tatsache. Ja, wir werden mal gucken... Wie, welcher Händler das ist und wie groß das Angebot ist. Du bist Dockhoff, das ist perfekt. Mein Investor ist endlich hier. Diese Arbeit lässt wenig Platz für Gefühle. Aber wie könnte ich versäumen, Ihnen ein Zeichen meines Dankes anzubieten? In diesem Fall hier. Die Gabe der Gesundheit, die in diesen Zeiten nur selten gegeben, aber viel zu oft genommen wird. 7 Stimpacks, ja, ist nicht sehr viel, aber wir sind dankbar. Ich würde gerne... Ja, erzähl mir was von der Handelskarawane. Ich biete anspruchsvollen Ödlandkunden auf diskretem Weg Lebensmittel, Getränke und Medikamente. Ich lindere ihr Leid gegen Bezahlung.
Ich habe keine richtige Zentrale, aber ich organisiere den Großteil meines Geschäfts mit Ernest Rowe in Canterbury Commons. Ich bin hier, weil ich kaufen will. Ja. Sehen wir doch mal, was der gute Doktor in seiner Tasche hat. Okay, so ein großes Angebot hat er aber jetzt auch nicht wirklich. Aber egal, wir knüpfen ihm mal die Stimpaks ab. Oh Gott, ich habe 1000 Kronkorken. Sogar ein bisschen mehr für die Investitionen ausgegeben. Ja, wir können Jet weghauen. Brauchen wir eh nicht. Medex brauchen wir. Mentats brauchen wir nicht. Wir haben maximale Intelligenz. Bla 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 bla. Ja, alles, was ich nicht brauchen könnte, packe ich jetzt weg. Weil so können wir wenigstens verhindern, dass wir Kronkorken dafür zahlen müssen. Cherry Bomb habe ich keine Ahnung, was ich damit machen kann. Deswegen weg. Lackierpistole behalten wir. Sensormodule hauen wir mal 2 raus. Ja, Vorkriegsgeld auch 1. Okay, akzeptieren. Wir haben neues. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Mach ich. Ich muss jetzt los. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie etwas Besonderes benötigen. Okay, diese Karawanenwache sieht extrem hässlich aus. Aber das ist eine ganz andere Sache. Sharon? Geht doch. Ich dachte schon. Hallo, wer bist du? Oh, leck. Wer bist du? Hey, bewegen Sie sich. Machete. Was möchten Sie? Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe? Ich wollte nicht stören, sondern nur kurz Hallo sagen. Ich bin neu in der Stadt. Was ist dies für ein Ort? Passen Sie auf, Sie handeln sich sonst Ärger ein. Ja, wir sind hier Level 30. Puh. Ja, kurz Hallo. Okay, hallo. Ach, egal. Ich bin Machete und ich habe Besseres zu tun, als mit Ihnen zu quatschen. Verschwinden Sie. Puh. Wissen Sie etwas über die Ameisterin und den Mechanisten? Kann ich, na, will ich nicht, Wahrnehmung, haben Sie Ihren Spitznamen aus Lamplight? Ja, das würde sogar hinhauen, weil die haben ja alle Spitznamen da gehabt. Was können Sie mir über Canterbury Commons sagen? Das interessiert mich am meisten. Dieser ganze Ort würde auseinanderfallen, wenn Dom und ich nicht dafür sorgen würden, dass es nicht so viel Ärger gibt. Der fette alte Roe glaubt vielleicht, dass er den Ort regiert, aber in Wirklichkeit lässt Dom den Idioten seinen Kram machen. Weiterreden. Was? Ja. Ameisterin Mechanist. Dom will nicht, dass ich die beiden einfach umlege. Er und der Mechanist waren mal Freunde oder so. Ich weiß nur, wenn sie das nächste Mal in der Stadt auftauchen, könnte ich das Problem sicher mit nur einer Kugel aus der Welt schaffen. Das glaube ich. Ja, und Wahrnehmung. Gut geraten. Ich war der härteste Verteidiger von Lamplight. Bekam meinen Spitznamen, als ich eine Maulwurfsratte mit einem Messer gekillt habe. Als ich ging, hoffte ich, an einem gemütlichen Ort wie Big Town vorbeizukommen. Dann bin ich hier gestrandet und Dom stellte mich als Wächter an. Du willst nicht nach Big Town. Bis später. Tschüss. Wohl, mit ihr wäre Big Town vielleicht ein bisschen besser dran. Hier überall Ameisenleichen, aber ich durchsuche sie jetzt mal nicht. Das ist das Restaurant, wovon erzählt wurde. Hallo, Onkel Roe. Ja, hier arbeitet anscheinend niemand, deswegen gehen wir mal weiter. Da könnten wir rein. Ja, was soll's, oder? Onkel Ernest Roe ist raus. Ja, da brauchen wir nicht rein, er sitzt hier draußen. Da hinten ist jemand. Rennen wir mal hin. Vielleicht ist das der Dom. So, hier drüber. Wer bist du? Ja? Dom, ja. Dominic de la Sadro oder so. Ich kann kein Spanisch oder... Ich denke mal, dass es Spanisch ist oder ähnliches. Neu in der Stadt, was? Naja, ich bin Dominic de la Sadro. Willkommen in Canterbury Commons. Ignorieren Sie einfach die Idioten in den Kostümen. Hier in der Stadt treiben die Leute gerne Handel, hören sich Rose Gequassel an und setzen Diebe in anonymen Gräbern bei. Die Diebe sind uns schon vor langer Zeit ausgegangen. Habe selbst dafür gesorgt. Okay. Ist also eine vergessene Kunst. Es sei denn, Sie wollen etwas stehlen. Keine Sorge, ich will nichts stehlen. Bedrohen Sie jeden einzelnen Ihrer Besucher persönlich? Vielleicht erfinde ich ein neues Hobby, neugierigen Wachen ins Gesicht schießen. Ja, das wäre bestimmt ein interessantes Hobby, aber so angemacht zu werden gefällt mir doch nicht. Dann nehmen wir genau wie in Big Town diese Antwort. Sicher, aber nur wenn ich die Zeit dazu habe. Im Wachdienst macht die persönliche Note den Unterschied. Trotzdem willkommen in der Stadt. Machen Sie keinen Ärger, keine brutale Gewalt und so weiter. Ich denke, Sie wissen schon, was ich meine. Okay, ich könnte jetzt gemein sein. Ich mag gleich mal einen Quicksave und bin gemein. Ameisterin Mechanist. Roe hat Sie angeheuert, um diesem Mist ein Ende zu machen, stimmt's? Dann hat er wohl doch endlich kapiert, dass ich keine Zeit dafür habe.
Es ist kein Problem, drinnen auf Tauchstation zu gehen, wenn die beiden zum Angriff blasen. Aber es wird irgendwie immer schlimmer.